In diesem Video lernst du, wie du deine Elementor-Seiten responsive machst, und zwar, wenn du sie mit den Containern erstellt hast. Ich habe schon ein Tutorial dazu, allerdings da eben noch mit Abschnitten und Spalten, und deswegen dachte ich, ich mache da mal ein Update dazu, denn die Container sind ja jetzt da und sie sind auch ja, die Zukunft von Elementor, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch nochmal damit zeigen. Tatsächlich wird es nämlich mit den Containern sogar ein bisschen einfacher, Seiten responsive zu gestalten, weil da einfach nochmal ein paar, ja, neue Funktionen jetzt eben quasi dabei sind, die da sehr praktisch sind. Wenn du gerade erst anfängst, mit den Containern zu arbeiten, schau dir auf jeden Fall mein Komplett-Tutorial dazu an, das verlinke ich dir mal hier oben, und komm gern in die Elementor Masterclass. Da lernst du alles, was du zu Elementor wissen musst, um deine Website damit zu gestalten. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung und das, was du jetzt hier in dem Video gleich siehst, ist übrigens auch Teil der Masterclass. Da kriegst du also schon mal so einen kleinen Einblick, wie das Ganze aufgebaut ist. Ein Hinweis noch, bevor wir jetzt loslegen. Man kann aus Responsive Webdesign auch eine kleine Wissenschaft machen und da noch deutlich mehr in die Tiefe gehen, als wir das jetzt hier im Video machen. Und wenn du das machen möchtest, dann mach das auch gerne. Ich persönlich habe halt an meine Websites einfach so den Anspruch, dass sie auf den Standardgrößen, sage ich mal, gut aussehen sollen. Gerade bei so ganz neuen Seiten oder bei wichtigen Seiten wie zum Beispiel Sales Pages checke ich das auch immer noch mal gegen, indem ich einfach auf meinem eigenen Smartphone und meinem eigenen Tablet gucke, ob das alles gut aussieht. Aber mein persönlicher Anspruch ist es jetzt eben nicht, wirklich jede einzelne Bildschirmgröße abzudecken. WebdesignerInnen sehen das jetzt bestimmt total anders und ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn es dir da wie mir geht und du eben so ein bisschen ja, das 80-20-Prinzip anwenden willst, dass also die Seite grundsätzlich gut aussieht, ohne dass es jetzt aber eben Tage dauert und du da Ewigkeiten an Arbeit investieren willst, dann sollte das auf jeden Fall so mit dem Video, was du da jetzt eben siehst, für dich auch passen. Das wollte ich noch kurz vorher loswerden und jetzt starten wir ins Tutorial. Wir sind jetzt hier im Editor und ich habe jetzt mal diese Seite erstellt, die wir zusammen responsive machen, sodass auf allen Geräten alles gut aussieht und gut lesbar ist. Generell ist es in Elementor so, dass du hier unten die Option hast, deine Seite in anderen Bildschirmgrößen quasi anzuzeigen. Wenn du hier mal draufklickst, dann erscheint hier oben diese Leiste und du hast jetzt hier erstmal die drei Geräte, Desktop, Tablet und Smartphone. Dafür gibt es quasi so eine vorgegebene Standardgröße, wie das dann erstmal angezeigt wird. Und wenn du auf die Symbole draufklickst, dann ändert sich entsprechend hier die Ansicht und du kannst dir deine Seite so anschauen. Man nennt das Breakpoints, also die Bildschirmgröße, ab der die Seite anders angezeigt wird. Beim Tablet, wie du hier siehst, wenn du drüber gehst, sind das zum Beispiel 1024 Pixel und mobil sind das 767. Hier oben hast du dann die Möglichkeit, auch noch was rauszuzoomen, je nachdem, auf was für einem Bildschirm du auch arbeitest, damit du eben das alles gut sehen kannst und so. Außerdem hast du hier, wenn du zum Beispiel im Tablet bist, die Option, das Ganze an der Seite einfach auch noch ein bisschen größer zu ziehen. Das heißt, du kannst den Bildschirm quasi noch ein bisschen breiter ziehen und dir deine Seite so wirklich in allen möglichen Größen anschauen und die dann eben entsprechend anpassen. Bevor wir jetzt in die tatsächliche Optimierung einsteigen, schauen wir uns erstmal an, wie die einzelnen Gerätegrößen miteinander zusammenhängen, also die Einstellungen, die du für den Desktop oder für die Mobilgeräte triffst. Denn es ist so, dass ganz am Anfang, wenn du zum Beispiel eine Seite neu erstellst, die automatisch auch schon ziemlich responsive aussieht. Also wenn ich jetzt hier auf die mobile Ansicht gehe, dann siehst du, das wird schon okay angezeigt, also man kann alles gut lesen, das passt grundsätzlich. Also vieles macht Elementor auch schon von selbst. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Desktop-Ansicht hier mal in die Überschrift reingehe und hier zu Stil und dann gehen wir mal hier zum Bereich Typografie, dann siehst du, habe ich hier für die Schriftgröße jetzt in dem Fall 45 Pixel eingestellt. Und wenn wir in die Mobilansicht gehen, dann siehst du, wird das Ganze hier übernommen. Also hier steht jetzt auch etwas ausgegraut, die 45 Pixel, aber du siehst, hier wird die Überschrift jetzt auch eben ja, in 45 Pixeln angezeigt, genauso auch am Tablet. Das heißt, alle Einstellungen, die du für die Desktop-Ansicht triffst, werden erstmal zu Tablet und Smartphone übergeben. Jetzt kann ich aber hingehen und sagen, mobil möchte ich die Überschrift ein bisschen kleiner anzeigen. Ja, das sieht hier irgendwie nicht so gut aus. Ich brauche hier vielleicht auch gar nicht so eine große Überschrift. Ich kann das Ganze ein bisschen kleiner machen und dann gehe ich einfach hier rein und setze das Ganze zum Beispiel auf 35. Dann sieht das mit dem Text hier deutlich besser aus, ist immer noch gut lesbar. Aber diese Einstellung wird jetzt eben nur für Mobilgeräte übernommen. Das heißt, wenn wir jetzt im Tablet wieder reingehen, siehst du, hier ist das Ganze immer noch auf 45. Hier könnte ich jetzt auch mal eine eigene Einstellung nehmen, zum Beispiel 40 Pixel, so ein Zwischending. Und am Desktop ist das Ganze aber immer noch in 45. Vom großen Bildschirm nach kleinem werden die Einstellungen also erstmal weitergegeben. Von klein nach groß aber nicht. Das heißt, was ich in der mobilen Ansicht ändere, hat keine Auswirkungen auf die Desktop-Ansicht. Okay?
Das ist erstmal wichtig zu verstehen, wie das alles zusammenhängt und was das überhaupt für Auswirkungen hat, wenn du bei einzelnen Elementen was veränderst. Deswegen auch direkt ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle: Erstell deine Seiten erstmal komplett in der normalen Desktop-Ansicht und wenn du da fertig bist, dann geh im nächsten Schritt hier in den responsiven Modus und optimiere deine Seite noch für Mobile. Das hat dann, wie gesagt, keine Auswirkungen auf die Desktop-Ansicht. Du kannst es dann einfach alles in einem Rutsch durchgehen. Das ist vom Workflow her auf jeden Fall am einfachsten. Dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass hier zum Beispiel bei der Schriftgröße dieses Icon für das Gerät zu sehen ist. Das heißt, bei allen Einstellungen, wo du dieses Icon siehst, weißt du, das kannst du jeweils für die Bildschirmgrößen individuell einstellen, wenn du möchtest. Bei der Schriftfarbe zum Beispiel ist das hier aber nicht dran. Ja, hier kannst du jetzt nicht einfach sagen, mach die Schrift auf dem Desktop schwarz und mobil zum Beispiel weiß oder so. Das funktioniert nicht. Oder auch die Schriftart zum Beispiel. Auch hier siehst du, ist das Icon nicht dran. Das heißt, die Schriftart ist auf jeden Fall bei allen Geräten immer die gleiche. Für sowas wie die Zeilenhöhe zum Beispiel oder den Zeichenabstand allerdings, da kannst du das wiederum individuell einstellen. Das heißt, alles, wo man sagt, das kann Sinn machen, das mobil anders einzustellen, einfach damit die Sachen wirklich besser lesbar sind. Okay? Also alle Elemente in allen Widgets, wo du eben jeweils dieses Icon siehst, da weißt du, das kannst du individuell einstellen. Unter Inhalt zum Beispiel findest du das hier auch bei der Ausrichtung. Das heißt, ich könnte sagen, am Desktop soll das Ganze linksbündig angezeigt werden und mobil dann aber zum Beispiel zentriert. So, und dementsprechend wird das halt hier angezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass du zwangsweise jedes Element auch immer anpassen musst. Wie gesagt, bei Elementor sind deine Seiten von Anfang an auch schon immer responsive. Aber bei Überschriften zum Beispiel kann es Sinn ergeben, die Größe etwas anzupassen. Das heißt, das wäre jetzt sowas, was ich als erstes machen würde, wenn ich sage, ich möchte diese Seite jetzt hier responsive machen. Ich würde einfach mal in den mobilen Modus gehen. Das Ganze stelle ich jetzt mal wieder linksbündig, das sieht nämlich besser aus. Und hier würde ich jetzt also reingehen und gucken, wie kann ich die Schriftgröße noch anpassen. Hier hatte ich das Ganze ja schon eingestellt bei dieser Hauptüberschrift. Da hatte ich schon 35 Pixel ausgewählt. Dann würde ich jetzt hier mal in die nächste gehen und dann hier zum Beispiel sagen, das Ganze machen wir mal so auf 25. Und dann können wir das Ganze hier entsprechend weiter durchgehen. Hier haben wir auch noch eine große Überschrift. Hier gehen wir rein, setzen das Ganze auch nochmal auf 35 Pixeln. Dann wird es hier auch wirklich in einer Zeile angezeigt. Und so kannst du jetzt also hier die ganzen Einstellungen durchgehen. Du kannst es übrigens so machen, wenn du die erste Überschrift fertig eingestellt hast, dass du das Element kopierst und dann bei der nächsten Überschrift auf Stil einfügen gehst. Ja, ich zeige dir mal kurz, wie das aussehen würde. Man muss immer ein bisschen gucken, ob man das wirklich verwenden kann, weil dann natürlich nicht nur die Schriftgröße jetzt in dem Fall übernommen wird, sondern zum Beispiel auch die Farbe. Das heißt, ich klicke hier mal auf Kopieren und gehe dann hier auf Stil einfügen. Dann siehst du, jetzt wird hier natürlich auch die Farbe übernommen und das Ganze weiß angezeigt. Das setze ich wieder schwarz. Aber hier habe ich jetzt die Schriftgröße eben auch auf 35 Pixeln automatisch angepasst. Das kann ein bisschen Zeit sparen. Kannst du einfach mal gucken, wie das bei dir irgendwie passt. Und so eben diese ganzen individuellen Größen einstellen. Das sollte auf jeden Fall der erste Schritt sein, um deine Seiten responsive zu machen. Neben den Responsive-Einstellungen für die einzelnen Widgets gibt es auch auf Container-Ebene einige Optionen, die wichtig sind, um deine Seiten für Mobilgeräte zu optimieren. Die schauen wir uns jetzt in dieser Lektion an. Und zwar nehmen wir da beispielhaft als erstes mal diese Bekannt-Aus-Zeile. Am Desktop haben wir die Logos einfach nebeneinander angezeigt. Das sind hier jeweils einzelne Bilder. Und wenn ich jetzt mal in die Smartphone-Ansicht gehe, dann siehst du, werden diese Bilder untereinander angezeigt. Das ist prinzipiell nicht falsch. Ja, das ist einfach so. Mehrere Spalten nebeneinander werden mobil dann normalerweise untereinander angezeigt. In dem Fall ergibt es aber nicht ganz so viel Sinn, denn so nehmen diese Logos total viel Platz ein und werden hier riesengroß angezeigt, was jetzt hier eigentlich nicht so richtig nötig ist. Das heißt, wir wollen es hier so einstellen, dass die Logos auch am Smartphone nebeneinander angezeigt werden. Dazu gehen wir in den Container rein, in dem die Logos sich befinden. Und was wir jetzt hier brauchen, ist diese Option Wrap. Die setzen wir auf No Wrap, was ja bedeutet, dass alle Elemente innerhalb des Containers in einer Zeile angezeigt werden und nicht ja, auf mehrere aufgeteilt. Und du siehst, jetzt haben wir hier die Logos schon mal alle nebeneinander. Jetzt könnten wir es so machen, dass wir den Abstand dazwischen nochmal ein bisschen verringern. Wir können den vielleicht sogar auf 0 Pixel setzen. Genau dadurch, dass die Logos alle so ein bisschen Weißraum drumherum haben, passt das trotzdem noch gut. Man kann sie gut erkennen und sie nehmen jetzt aber eben nicht mehr so viel Raum ein, wie das vorher der Fall war. Okay, das heißt, diese Wrap-Option hier ist super wichtig für die mobile Optimierung. Als nächstes haben wir hier auf der Seite dann diesen Abschnitt hier mit den Testimonials.
jeweils mit einem großen Foto und dann daneben der Text. Am Desktop ist das Ganze hier so versetzt angeordnet, das heißt, dass das Bild jeweils auf der anderen Seite ist. Und wenn wir das jetzt mal mobil anschauen, dann siehst du, wie das hier aussieht. Ja, hier. Erst das Foto, dann der Text und dann ist es jetzt aber hier bei dem zweiten Testimonial eben genau andersrum. Das heißt, es wird erst der Text angezeigt und dann das Foto. Das ist natürlich irgendwie suboptimal und auch das können wir aber ändern. Dazu gehen wir nochmal in die Desktop-Ansicht und dann hier in den Container rein. Hier siehst du, haben wir jetzt Reihe horizontal ausgewählt. Das heißt, wir haben hier den einen Container und den zweiten und die werden eben in einer Reihe horizontal nebeneinander angeordnet. Dann gehen wir jetzt mal in die mobile Ansicht und hier müssen wir jetzt dementsprechend das anders einstellen. Und zwar wählen wir jetzt hier Column Reversed. Ja, wir haben jetzt hier eine Spalte und wir wollen die Reihenfolge der Elemente andersrum anzeigen, nämlich den Container mit dem Bild oben und den mit dem Text unten. Wir haben also hier eine andere Richtung, die wir brauchen, damit das Ganze richtig angezeigt wird. So sieht das Ganze dann schon viel besser aus. Und hier passt es dann auf jeden Fall auch. Und so haben wir jetzt die Seite schon mal ganz gut mobil optimiert. Für das nächste Beispiel bin ich mal in einen Header gewechselt, denn hier können wir uns jetzt noch ein paar sehr nützliche weitere Optionen des Containers anschauen, die nämlich die Reihenfolge betreffen, in der die Widgets angezeigt werden, je nach Gerät. Wir haben es hier so eingestellt, dass hier ganz klassisch ganz links das Logo zu sehen ist, dann haben wir das Hauptmenü der Seite und dann haben wir hier noch ein Icon für die Suche. Und wenn wir jetzt hier mal in die einzelnen Widgets reingehen, unter Erweitert, siehst du, habe ich hier eine individuelle Position festgelegt. Das heißt, die Order, die Reihenfolge, in der die Widgets im Container angeordnet werden. Das Logo ist hier auf Position 1, das Menü ist hier auf Position 2 und die Suche ist auf Position 3. Genauso, wie sie also hier auch gerade angeordnet werden. Wenn wir jetzt mal in die mobile Ansicht wechseln, dann siehst du, haben wir hier genau die gleiche Reihenfolge. Wir haben erst das Logo, dann das Menü und dann die Suche. Persönlich finde ich es aber jetzt cooler, wenn mobil das Menü ganz rechts angezeigt wird. Und hierzu kann ich jetzt die Position einfach tauschen. Das heißt, ich gehe hier ins Menü rein und setze die Position hier auf 3. Und dann muss ich aber auch noch in die Suche reingehen und das hier auf 2 einstellen. Und dann wird das Ganze entsprechend getauscht. In dem Fall würde ich jetzt tatsächlich sogar überlegen, ob es die Suche vielleicht gar nicht braucht im mobilen Header. Das heißt, ich könnte das Widget dann auch noch komplett ausblenden. Aber so von der Reihenfolge her gefällt mir das auf jeden Fall schon mal besser. Diese Einstellungen im Container, die du jetzt gesehen hast in dieser Lektion, sind meiner Erfahrung nach die wichtigsten, wenn es um mobile Optimierung geht. Das heißt, die Direction, also die Richtung, in der die Widgets angeordnet werden, dann Wrap. Werden die Widgets auf mehrere Zeilen aufgeteilt oder alle nebeneinander angezeigt und mit welchem Abstand? Und dann eben die Position der einzelnen Widgets innerhalb des Containers. Diese Einstellungen helfen dir extrem dabei, deine Seiten, die du mit den Containern gebaut hast, für Mobilgeräte zu optimieren. Du kannst in Elementor einzelne Widgets und auch komplette Container ausblenden, sodass sie nur auf bestimmten Gerätegrößen angezeigt werden. Das machst du im Widget jetzt in dem Fall unter Erweitert. Und hier hast du dann den Bereich Responsive. Hier kannst du jetzt festlegen, auf welchen Gerätegrößen du dieses Widget ausblenden möchtest. Ich würde jetzt in dem Fall hier mobil aktivieren und dann siehst du, wird das Ganze hier so ausgegraut und quasi so ein bisschen durchgestrichen. Das zeigt dir im Editor einfach an, dass das Widget hier grundsätzlich drin ist, also es existiert, aber es wird eben in der mobilen Ansicht nicht angezeigt. Und wenn wir jetzt die Bearbeitungsleiste hier mal kurz einklappen, dann siehst du auch, jetzt wird das Ganze hier gar nicht mehr angezeigt. So siehst du also, würde dann mobil dein Header aussehen. Diese ausgegraute Ansicht findest du aber jetzt natürlich nur in der mobilen Ansicht. Also wenn wir mal auf den Desktop wieder gehen, dann siehst du, wird das Menü dir hier ganz normal angezeigt. Das heißt, je nach Gerätegröße oder je nach Ansicht, in der du dich auch hier befindest, siehst du immer genau, welche Elemente habe ich denn wo ausgeblendet und was ist eben hier vielleicht nicht sichtbar. Die Funktion zu nutzen macht zum Beispiel auch Sinn, wenn du am Desktop Elemente auf deiner Seite einbaust, die mobil nicht gut genutzt werden können, wie die Flipboxen zum Beispiel. Die haben am Computer vielleicht einen guten Effekt, wenn man mit der Maus drüber geht. Ist aber immer die Frage, ob das mobil genauso sinnvoll ist. Und da kannst du dann einfach gucken, ob du die mobil ausblendest und eine Alternative dir dafür überlegst. Aber das hängt natürlich immer total individuell vom Inhalt selber ab. Und dieses Ausblenden von einzelnen Seitenelementen ist auf jeden Fall ein wichtiges Feature, um deine Seiten responsive zu machen. Geht wie gesagt nicht nur mit einzelnen Widgets, sondern auch mit kompletten Containern. Wenn wir hier mal kurz in den reingehen,
hast du auch hier unter Erweitert die Option Responsive und hier kannst du die kompletten Container dann ausblenden. Also wenn du zum Beispiel am Desktop für die Hero-Sektion auf einer Seite ganz oben irgendwie ein Design erstellt hast, wo du sagst, das ist jetzt für Mobilgeräte nicht so gut geeignet, dann könntest du jetzt hier den kompletten Container auf Tablets und Smartphones ausblenden und noch einen zusätzlichen Container erstellen, der dann da angezeigt wird, am Desktop aber eben wiederum nicht. So machst du also deine Elementor-Seiten responsive und zwar mit den Flexbox-Containern, die da wirklich meiner Meinung nach im Vergleich zu Abschnitten und Spalten wirklich einige Vorteile haben. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonnier den Kanal auch gerne für weitere Tutorials zu Elementor und anderen Tools und dann sehen wir uns im nächsten Video.